Torhüterproblem haben auch dahinter nicht. Also wenn ich an Frank Rost noch denke oder Robert Enke beispielsweise, ist eine klare Sache. Klinsmann hat gesagt, er spielt auf jeden Fall bei der WM entweder Lehmann oder Kahn. Warum dann jetzt diese Maßnahme? Ich kann es nur als Belohnung für den Timo Hildebrand sehen, dass er sich gut in das Team integriert hat, dass seine Leistungen sowohl im Training als auch beim VfB Stuttgart belohnt werden sollten. Ich kann es nicht als zu... Deutschland schwitzt. 35 Grad, diese Hitze. Noch heißer, das Rotationsroulette brennt förmlich. Daran beteilige ich mich lieber nicht. Das ist Sache der Medien, da das vielleicht zu kommentieren oder auch zu diskutieren. Ich habe einfach einen Job zu erledigen. Ja, das ist, wie gesagt, eine Entscheidung des Trainers. Klar ist es wichtig, dass die verschiedenen Mannschaftsteile sich gut einstimmen. Aber er hat ja immer wieder betont, dass er einfach auch Spieler testen will, sehen will, wie sie sich verhalten in Turnieren und auch bei Freundschaftsspielen. Und das ist die Sache des Trainers. Wir haben ja noch ein Jahr Zeit und er hat gesagt, dass er immer wieder auch Spieler testen will. Und ich bekomme jetzt die Chance in dem Spiel gegen Argentinien. Wir sind schon im Halbfinale und das ist mit bestimmt auch ein Grund, dass ich spielen darf. Ich glaube, die finden immer mehr zusammen und ich hoffe, dass es war jetzt ein guter Schritt gegen Tunesien. Und ich hoffe, dass es da weitergeht. Timo Hildebrand. Ball liegt halb rechts. Eine Position. Ein kurioser Freistoß. Also die Aktion in den Sack zu bekommen schien wieder aufgebaut. Mannschaft nach einem wirklich guten Beginn, belohnt durch die Führung, aber eine gute Freistoßdistanz zu produzieren. Und dann eine Unaufmerksamkeit bei diesem Freistoß. Als die Mauer in Tinier wurden selbstbewusster. Ihr Spiel flüssiger. Sie hier nicht Gruppensieger werden wollen, die Argentinier. Timo Hildebrand, schau Sie mal genau an. Ich denke, ich gucke in das Gesicht eines zufriedenen Torhüters heute. Ja, zwei Gegentore waren, kann ich nichts dran machen. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir ein gutes Spiel heute gemacht. Auf den Punkt gebracht, so ein bisschen war das Spiel aus der Sicht des Torhüters undankbar, wenn man an die beiden Gegentore denkt. Ja, der Freistoß war überragend getreten. Er hat richtig stark geschossen. Der Ball ist direkt runtergefallen. Hat er gut gemacht und das zweite war abgefälscht direkt in den Winkel. Also schwierig. Nochmal ein Satz zum Freistoß. Ich habe das Gefühl, ihr habt eine neue Variante einstudiert, nämlich dass Sebastian Schweinsteiger eben auf die Torlinie läuft. Hat es jetzt vielleicht so ein bisschen irritiert? Nee, wir haben es vorher abgesprochen, aber er war selbst überrascht, wie schnell er dann geschossen hat. Aber bei so Spezialisten muss man einfach versuchen, dann noch einen hin reinzustellen, um vielleicht das Gegentor, dass es nicht passiert. Jetzt so kurz nach dem Spiel das Gefühl, Pluspunkte gesammelt im Torhüter-Roulette? Ja, ich habe einfach versucht, einen guten Job zu machen. Und ich bin froh, dass wir heute als Mannschaft ein gutes Spiel gemacht haben. Und es hat Spaß gemacht. Ausblick, Halbfinale, Wunschgegner, Mexiko oder Brasilien? Ist egal. Ich glaube, wir haben heute wieder richtig gut gespielt. Und wir haben kompakt gestanden. Und ist egal, gegen wen wir spielen. Wie auch immer, viel Glück dabei. Danke. Danke.